Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. In der letzten Folge haben wir dem Typen das Essen weggenommen, damit er irgendwie mal irgendwann aggressiv wird. Weil solange er Nahrung hat, wird er natürlich nichts machen. In Panik. Gesundheit? Wieso ist deine Gesundheit zu niedrig? Weil er kein Wasser hat. Weil er nichts trinkt, oder was? Er kann nicht in Ruhe trinken. Ja, gut. Folgendes. Wir holen die Helikopter, werden ihn betäuben, werden zeitgleich einen neuen machen. Und sobald Mr. Kollege da hinten Hunger hat... Nein, er trinkt was! Er trinkt was! Trink! Der Helikopter hat ihn aufgeschreckt. Oh nein, jetzt ist er wieder in Panik! Ja, komm, egal. Ich will die nicht fliegen. Komm, gut, dann... Weißt du was? Jetzt flieg ich mal. Yeah. Oh. Nice. So. Habe geklärt. Eben hat das schon. Jetzt frisst er ihn bestimmt auf. So, Wie, er ist tot? Wollte ich gerade verkaufen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Wie, du frisst ihn jetzt. Du sollst verhungern. Das Leben ist schwer, Freunde. Nicht mal das geht. So. Es ist gar nicht so leicht, das hinzukriegen. Vor allem muss das noch so hoch gelevelt werden, bis ich da irgendwas von bekomme. Dauert echt lange, bis er Hunger kriegt. Gut, kümmern wir uns so lange um was anderes. Wir können ja hier gleichzeitig bauen. Ich muss mal kurz gucken, wie unser Bestand aussieht. Ah, ich hätte den Triceratops hier herbringen können, ne? Wir haben zwei von den Hyänen. Edmunds haben wir drei, warum auch immer. Und Struzio haben wir auch zwei. Bauen wir noch einen Triceratops. So. Dann können wir hier direkt mal weiter extrahieren. Und hoffen, dass wir langsam mal den Wert hochbekommen. Na guck mal, jetzt sind da schon ganz viele. Die haben sich gedacht, doch Pflanzenfresser und Fleischfresser in einem. Ist das cool. Wenn er nämlich am Verhungern ist, dann wird er nämlich anfangen, den Triceratops anzugreifen. Verliert aber vorher schon ordentlich Leben durch das Verhungern. Das ist der Plan. Der soll richtig gierig werden. Gut, haben wir soweit alles? Fastfood-Restaurant. Souvenirladen habe ich. Fastfood-Restaurant fehlt uns noch, ne? Und können wir dann hier mit einbinden? Wir müssten ja eigentlich noch genug Strom haben.
Ach, schön, wie alles läuft. Wissenschaftszentrum. Das haben wir sonst alles, ne? Ach, den Dracorex haben wir auch noch nicht vollständig. Verrückt. Dinosaurier kann freigelassen werden, das freut mich doch. Dann lassen wir einen frei. Ja, bist du schon auf der Jagd? Du wirst langsam hungrig, Kollege, ne? Ich meine, vielleicht solltest du den angreifen. Wir lassen die mal ganz kurz hier ein bisschen chillen und hoffen, dass sie sich dann gegenseitig zerfetzen. Und wenn es nicht funktioniert, dann transportiere ich ihn hierher. Kann er sich da an Keks freuen. Bei den Pflanzenfressern. Wir haben einfach noch zu wenig Fleischfresser. Forschung ansehen. Gebäude-Upgrades. Ja, jetzt funktioniert es. So, Erfolgsrate erhöhen. Das gefällt mir doch. Was haben wir noch zur Verfügung? Gebäude. Haben wir alle, ne? Auch wenn da neu steht irgendwie. 004 Medizin. Antibiotikum gegen... Okay, das müssen wir auch noch hinkriegen. Was haben wir hier? Das Splicen dieses Gens erhöht die Belastung... Beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Das blieb nicht unbemerkt. Oh, ich habe das Geld hinbekommen. Cool. Weil ich es natürlich faszinierend finde, dass Fleischfresser und Pflanzenfresser zusammen leben können. Aber kann ich eventuell hier bei den Genomen herausfinden, was die aggressiv macht? Wir haben hier ja das Splicen, wenn Varan DNA beschleunigt und verbessert die Verdauung jeglicher Nahrung. Das Splicen dieses Gens erhöht die Verteidigung und Lebenserwartungseigenschaften. Durch die DNA von grünen Meeresschildkröten überlebt Gehirnzellen wesentlich länger. Verbessert die Reaktionszeit durch die Entwicklung hochempfindlicher Nerven. Ist auch nicht schlecht, ne? Das Splicen dieses Gens erhöht die Lebenserwartung und Belastbarkeit. Die DNA von Haien bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, darunter auch Krebs. Das sind nur die Farben. Ja, die macht eigentlich nichts aggressiv. Wo kämpfen die? Die kämpfen. Okay, lassen wir direkt den nächsten raus. Dann dürfte er eigentlich verlieren, ne? Weil jetzt hat er ja nicht mehr so viel Leben. Hilf deinem Freund! Wie er läuft weg. Wie er läuft weg! Du sollst ihn töten! Ja, töte ihn! Mach ihn fertig! Wie soll das denn funktionieren, wenn du wegläufst? Wie soll ich den Auftrag machen? Das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Bro. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Hyan? Von was? 35? Das ist knapp. Habe ich noch einen? Okay. Machen wir noch einen Hyänodon? Und pimpen den ordentlich auf. Hier machen wir einen auf den hier. Machen hier einen auf den hier. Ach ja. Vielleicht muss man das noch bestätigen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, Rest ist egal. Hauptsache kriegt eine gute Quote. Puh.
Kollege ist richtig hungrig, ne? Er kann nichts machen, weil er so wenig Leben hat. Ich glaube, sobald er im Blauen ist, versucht er sie wieder anzugreifen, aber dann müsste er verlieren. Kann doch nicht sein, weißt du? Kann doch nicht sein, dass das... Das, was für ein scheiß Auftrag ist denn das? Ach Gott. So, wir haben drei Aufträge, oder? Ja. Es kommt sicherlich die Zeit der natürlichen Auslese. Aber nicht jetzt. 1%! 1%! 1%, Mann! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Innovationszentrum, wir haben es geschafft. What the fuck? Können wir super hier hinpacken, ne? Wir haben es geschafft. Halt, nee, das war falsch. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Insel besiegt. Aber wow, stressig. Den ganzen Kram hier irgendwie hinzukriegen. So, ich weiß, wir haben hier 1 Milliarde Wege, aber die bringen auch irgendwie nicht viel. Aber es ist gut, dass man das hier so mittig hinpacken kann. Das merke ich mir einfach fürs nächste Mal. So, sehr schön. Wir haben die Insel geschlagen. Wir haben es geschafft, dass die endlich kämpfen. Wurde auch langsam allerhöchste Zeit. Lege weitere Aufgabe fest. Aufgabe erhalten. Oh, freue ich mich. Oh, freue ich mich. Na gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir die Insel komplett abschließen. Obwohl, wir haben hier eigentlich alles gebaut, was wir wollten. Wir haben hier die Anlage. Eigentlich müssen wir jetzt wechseln, ne? Aber weißt du was? Wir haben hier noch einiges zu brüten. 2 Ankylosaurusse. Die brauche ich. So, Transportteam. Bitte ins neue Gehege. Jetzt betäubt ihn doch. Achso, das ist. Das war ein ganz anderer. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Wie sieht's aus mit deiner Bewertung? 44. Sehr schön. Dann betäubt den auch nochmal gleich. Oder können wir ihn verkaufen? Dann haben wir den Auftrag auch gemacht. Aber ein Sinocerapt? Irgendwas? Ceratops? Tops? Wo soll ich denn das Ding herbekommen? Ja, das ist ein neuer Pflanzenfresser, toll. Wie ist das Kacke? Was haben wir hier eigentlich noch? Wie schalten wir das frei? Setzt weitere Expeditionen voraus. Setzt Forschung voraus. Forschung, ja. Na gut, machen wir die Upgrades hier zu Ende. Aber guck mal, sieht die Insel nicht schon schön aus? Ich finde, das ist ein wirklich erster guter Park. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein... Habe ich schon Dracorax? Ich glaube schon.
Noch ein Ankylosaurus. Ankylomon. Wer kennt noch Digimon? Ich fand Ankylomon war eins der hässlichsten. Deswegen habe ich mir die Staffel nie reingezogen, weil die einfach nur hässlich war. Hässliche Digimon. So, wie sieht's aus mit eurem eurer sozialen Fähigkeit hier? Sozial. Sozial ist ja die eigene Rasse, Bestand ist alles. Aber die kommen klar, die kommen klar. Ist auf jeden Fall noch genug Platz. Wir sind hier nur noch am Betäuben. Bestätigt. Wo muss etwas aufgefüllt werden? Zeigen Sie es mir. Ach da. Ja, das hier ist ein Ankylosaurus. Stark, gepanzert und mit einem Schwanz wie eine mächtige Keule. Selbst in der Kreidezeit konnte ein stumpfes Objekt manchmal effektiver sein als ein scharfes. Wir haben hier keinen Strom. Wir packen das Ding mal dahin. Werden das Ding hier entfernen. Wir brauchen das jetzt nämlich nicht mehr, weil wir es geschafft haben, ohne zu regeln. Und schon haben sie alle Strom. Was für eine Vielfalt! Freunde, was ist das für eine Vielfalt? Herrlich. 451.000 pro Minute! Was ist denn los? Oh, Ticketverkäufe. Einkommen durch Attraktionen. Hauptsache Ticketverkäufe. Gewinne durch Besucherzentrum. Innovationszentrum hat irgendwie noch nichts. Aber es steht ja auch erst seit kurzem. Also hat das halt seit kurzem erst Strom, ne? Halt! Nein, du bist doch der. Egal. Betäube ich ihn gleich nochmal. Wir sollten ja einen Hühn hast du nicht gesehen. Ja gut, der ist schon hier, ne? Bist du der Gute? Nein. Bist du der Gute? Nein. Dann kannst du ja nur noch du das sein. Ja. Bestätige Aufgabe. So, wir haben hier kein Dracorex. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Dracorex erbauen. Wir werden diesen kleinen Bereich schön überfluten mit Dinos. Hier soll alles voll sein, bis es nicht mehr geht. Bis die sich nicht mehr wohlfühlen. Und die Triceratops werden die ersten sein, die sich hier nicht wohlfühlen wahrscheinlich. ACU Nachladetempo. Dann können wir hier direkt mal die nächste Krankheit ausrotten. Können nochmal irgendwo hingehen, ne? Gehen wir hier hin. So, der ist betäubt. Ich will keinen Dinosaurier betäuben, ich will ihn abtransportieren. Wie verkaufe ich den? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Sehr schön gefunden. Das heißt, das haben wir auch. Irgendwann kriegen wir das auch noch hin. Ich will jetzt erstmal hier alle Dinos haben, die wir noch nicht ausgebrütet haben. Und dann werden wir die Map wieder wechseln, bis es wieder was gibt, was wir hier reintun werden. Das ist so der Plan, den ich momentan habe. So, dann noch ein Dracorex.
So, dann könnt ihr die beiden mal betäuben. Hohe Produktionsrate, Freunde. Eine hohe Produktionsrate. Ich finde, das sieht hier echt schon nice aus. Habe ich echt gut hinbekommen. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Bitte, bitte, bitte. Habe ich doch gern getut. So, der ist auf jeden Fall schon mal betäubt. Gehen wir darüber. Produkt einzusammeln. Du gehst auch mal da. Produkt wird eingesammelt. Ich hätte eigentlich sehr, sehr gerne mehr Fleischfresser. Wir haben zwei derzeit, ne? Echt nicht viel. Edmund haben wir, Struzio haben wir, Ankylo haben wir. Fehlt nur noch der hier. Nö, brauche ich jetzt gar nicht. Ich habe mehr als genug Geld. Ich muss die Aufträge nicht mehr annehmen. Nicht hier. Das hier mache ich jetzt nur noch für die nächsten Parks. Achso, den habe ich schon vollständig. Damit wir da halt gut vorankommen. So, geht's euch noch gut hier? Bestand wird langsam kritisch. Vor allem hier, ich muss auf den Triceratops achten. Wenn ein Triceratops sagt, halt, stopp, dann ist vorbei. Freilassung im Gange? Oh nein, ich hab's voll verbuggt, glaube ich. Er ist jetzt noch mitten in der Freilassung, wird aber gerade transportiert. Oh Gott, ich hoffe, es wird nicht für immer verbuggt sein. Oh, das wäre echt bitter. Dann muss ich das verkaufen und neu bauen. Hilft ja alles nichts. Und euch geht's hier gut, Jungs? Ja, Grasland mehr als genug. Wald könnte ein bisschen mehr sein, aber passt noch. Wie schön voll der Park ist. Und jetzt hier so ein T-Rex, der durch die Gegend läuft und alles wegnascht. Das wär's doch. Okay, noch ein davon. Ist keine hohe Wahrscheinlichkeit momentan, dass er ausschlüpft. Aber ich werde es einfach mal riskieren. Ich meine, ich habe das Geld. Ich muss jetzt nicht unbedingt drauf achten. So, das ist gleich fertig. Die sind auch gleich fertig. So, mit Strom versorgt. Ja, gibt es hier irgendwelche Infos? Gewinn pro Minute 31.000. So, direkt weiter mit der Schildkröte. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe das Gefühl, dass dieses Essen für die nicht mehr ausreicht. Nur so zur Sicherheit, dass die auch ein bisschen was haben. Einer hat's geschafft. Ah, wir hätten uns das Ganze mit angucken müssen. Ist ja unser erster neue Dino, ne? Haben wir beim Ankylosaurus nicht gemacht. Schade. Aber er sieht genauso aus wie der Edmontosaurus. Hat so ein bisschen was vom Spino, ne? Der Spino hat natürlich noch den Segel hinten dran. Und eine lange Schnauze und ein Segel. Dann ist das ein Spino. Dieses Tier, der Korytosaurus, sieht wirklich eigenartig aus. Denken Sie mal an alle Kombinationen und Muster, die das Leben auf der Suche nach der perfekten Form ausprobiert. Es geht nicht um Erfolg. Es geht um das Perfektionieren des Scheiterns. Immer und immer und immer wieder. Ständiger Prozess. Das gilt auch für uns. Okay. So, dann können wir nämlich die Folge heute sogar damit abschließen, dass wir
wieder mit der ersten Insel fertig sind. Mit den anderen Inseln werden wir höchstwahrscheinlich nicht so umgehen, sondern nur mit der ersten Insel, dass wir hier mal die aktuellen Sachen bringen, weil ich die erste Insel echt mag, die ist chillig. Und die anderen, weiß ich, müssen wir mal gucken, ob ich dann da auch noch Bock drauf habe, die auch noch zu verbessern. Sammle Produkt ein. Oh, das könnte was werden, das könnte was werden. Produkttransport wird durchgeführt. Okay, manche Skins. Bisschen lame Skins, aber egal. Hab ich schon. So. Wir haben hier noch einen anderen neuen Dino, ne? War das nicht sogar Fleischfresser? Nee, Pflanzenfresser. Schade. Ja gut. Holen wir uns mal einen neuen Pflanzenfresser. Werden wir aber später nochmal zurückkehren, um den hier einzuführen. Würde ich glatt behaupten. Wie die hier rumbrüllen. Und später müssen wir das ein bisschen erweitern. Wenn die ganzen langen Hälse kommen und so weiter, haben wir hier noch ein bisschen Platz, das Ganze zu erweitern. Ich glaube, das wird schon wichtig sein. Oh ja, Numero 2 ist fertig. Das freut mich doch. Dann haben wir jetzt alle Dinos durch. Und dann kümmern wir uns nämlich in der nächsten Woche um die nächste Insel, um diese zu perfektionieren. Wie? Ich habe noch nicht alles freigeschaltet. Oh, jetzt trollst du mich aber, Spiel. Ich habe doch was freigeschaltet. Hey! Oh Gott, gib mir Aufträge. Neuer Auftrag. Erhöhe sie ihre Anlagenbewertung auf 5,0. Ja, habe ich doch. Was für ein dreckiger Auftrag das ist. Wie mache ich das jetzt? 4,5, ey, das... okay, wir brauchen noch mehr Dinosaurier. Dann kriegen wir das hin. Ne, das ist ja die Dinosaurierbewertung. Wir brauchen die Anlagen. Oh Gott. Hohe Sicherheit, sehr hohe Kapazität, sehr hohe Zufriedenheit. Ist doch alles in Butter. Spaßbewertung. Wie soll ich denn die Spaßbewertung noch höher kriegen? Indem ich Dinos kämpfen lasse vielleicht. So, wir wissen eine Sache. Wir wissen, dass ein Dilophosaurus nicht mit einem Velociraptor auskommen. Ah, wir haben drei Pflanzenfresser. Ich habe vorhin gesagt, wir haben zwei. Nein, wir haben aktuell natürlich drei Fleischfresser. Wenn die kämpfen, könnte ich es schaffen, dass wir eine höhere Bewertung bekommen. Weil dann ist natürlich der Spaßfaktor höher. Steigt und steigt und steigt. Der letzte seiner Art. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ich hab dich doch hier... Ach, der ist nicht wiedergekommen. Die ist natürlich bitter. So, das wäre auch die letzte Sache, die wir erforschen können. Den Rest müssen wir noch freischalten. Und dann müssen wir wieder zurück zum Sturm. Ich will nicht. Ich mag das hier, das ist voll chillig.
Und wie geht's dir, Triceratops? Bestand wird langsam eng. Dann müssen wir langsam mal erhöhen. Dass wir mal ein bisschen mehr Platz kriegen. Transportiere Produkt. Ich kann auch nicht einfach Pause drücken. Das ist halt die Scheiße an der ganzen Geschichte. Wir machen das einfach mal so. Hier machen wir eine Kurve rein. Können wir hier nämlich noch ein bisschen Wald machen. Und dann müsste eigentlich auch mehr Bestand möglich sein hier drin, ne? Transportiert. Weil wir haben ja dann mehr Platz. Ja, irgendwie nicht. Da muss ich sie, einzeln aussortieren. Jetzt haben wir schon größer gemacht. Aber wir brauchen das später eh ein bisschen größer. Dann kommt ihr in ein separates Ding ins Kirchens rein. Oder ihr seid Tierfutter. Mal gucken. Ich will hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Dinos haben. Ist ja eigentlich klar, ne? 4,5. Okay. Lassen wir die Dinos frei. Und dann bin ich mal gespannt. Na komm, komm, letzte Amtshandlung für diese Folge. Auf 4,6. Fight! Kämpft um euer Überleben! Was ist bei dir los, Wald? Ich kann noch ein bisschen Wald einfügen. Oh oh, bauen Sie zusätzliche Beobachtungsgalerien und Plattformen, die Dinosaurier auf mindestens 100% zu erreichen. Oh fuck. Füge Aufgabe hinzu. Anfrage bestätigt. Ja, gut. Ich habe jetzt natürlich nur auf die Triceratops geachtet. Produkt muss eingesammelt werden. Dann müsst ihr da rein. Da, guck mal. Sie kämpfen. Unterhaltung. Unterhaltung. Das ist die pure Unterhaltung, Leute. 4,4. Wieso sinkt das denn? Hätte ihn angespuckt, lol. Ich biete hier Top-Unterhaltung, weißt du? Und das interessiert ihn nicht. Wie soll ich die Unterhaltung denn noch höher kriegen? Ich weiß es nicht. Fakt ist, die Triceratops müssen hier auch raus. Muss ich hier den in der Mitte teilen, ne? Wieso gehst du in die Seite? Da. Produkt zugestellt. Zustellung abgeschlossen. Zu nah am Dinosaurier? Willst du mich verarschen? Wo ist dein... Ja, dann geh auf die andere Seite von Berlin, ist mir egal.
Transport im Gange. Beweg dich, Kleiner. So. Bist du glücklich? Oh Gott, ey. Jetzt ist der da alleine. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das ist Zukunftsmusik, wie wir das Ganze handhaben werden. Ich werde mir eine kleine Stütze machen, was wir als nächstes vorhaben, indem ich die alle betäube. Und du machst keinen Scheiß. Freunde, wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.